Hallihallöchen, meine Freunde, es ist endlich soweit. Boom, the Kampagne. Also, ich habe jetzt tagelang, seitdem das rausgekommen ist, habe ich fast permanent davor gehangen und versucht, diesen Soundfehler zu beheben, damit ich endlich eben halt als Let's Play die Kampagne spielen kann. Und heute Nacht erschien dann endlich ein Video. Stellen Sie die Sound-Einstellungen einfach nur auf 4800 oder 48.000 Megahertz statt auf volle Kanne. Das, was meine Soundkarte halt hergeben könnte. Ja, es hört sich vieles zwar beschissener an, als es eigentlich ist, aber ich sag mal so, jetzt können wir wenigstens endlich mit der Kampagne beginnen. Auf meinem zweiten Bildschirm ist gerade ein Standbild erschienen und ja, es sieht lustig aus. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt endlich mit der Kampagne an. Ich bin ja echt mal gespannt, wie die so ist. Sie sind wild, brutal, unerbittlich, ohne Gnade. Aber du wirst schlimmer sein. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Okay. Wo sind wir hier? Okay. Bedienfeld. Wer bist denn du? Oh mein Gott. Wir werden uns darum kümmern. Okay. Und der Doom-Anzug. Da ist er. Die Ursache für die Dämoneninvasion kann erst bestimmt werden, wenn der Resop-Satellit wieder online ist. Willkommen. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich bin der Chef dieser Einrichtung. Ich glaube, wir können dieses Problem gemeinsam lösen. Und das auf eine Weise, die für uns beide von Nutzen ist. Hört sich ja schon wieder nett an, ne?
Show macht man da. Und kill. Krass. Ja, komm. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Nicht die Viecher. Können wir Freunde werden? Bitte. Geil. Der Kill sah doch mal übertrieben nice aus. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Sehen irgendwo noch Healpacks? Er darf diesen Ort nicht verlassen. Er würde alles ruinieren. Ich bin bereit, die Verantwortung für die Ereignisse der letzten 24 Stunden zu übernehmen. Aber du musst wissen, dass unser Interesse an ihrer Welt ausschließlich aus dem Antrieb kam, der Menschheit eine bessere Zukunft bieten zu können. Natürlich ist jetzt alles außer Kontrolle geraten, ja. Aber es war das Risiko wert, das versichere ich dir. So, das war Mission One. Ich hoffe, euch hat das der erste Eindruck gefallen und so sehr mir persönlich auch diese geskripteten Kills
missfallen, muss ich doch sehr zugeben, dass sie auf das erste Mal gucken sehr spektakulär aussehen. Ne? Allerdings auf Dauer, ne, oder wenn man es nochmal spielt, dann glaube ich eher, dass es nervt. Aber nichtsdestotrotz, lasst mich wissen, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal dafür, dass ihr auch unsere ganzen Let's Plays und Zusatzvideos und unsere Streams verfolgt. Ich bin euer Nubis. Bis zum nächsten Mal.